Kabul. 18 Monate nach der Errichtung des Islamischen Emirats. Nach der Eroberung, wie die Taliban stolz sagen. Wir sind in der afghanischen Hauptstadt mitten im eisigen Winter. Wir wollen die Taliban-Führer treffen und hören, wie sie ihre Entscheidungen begründen, die vom Westen scharf verurteilt werden. Und wir wollen wissen, ob es wahr ist, dass die Einheitsfront der Taliban wankt, dass sie sich nicht mehr alle einig sind. Also Leute, wie sieht's aus? Wann treffen wir die Minister? Dieser Afghane, ein Medienprofi, bestätigt anonym die neuen Spannungen zwischen den Taliban. Wir hoffen wirklich, dass es für euch klappt. Aber aktuell stehen die Taliban-Führer unter Aufsicht und unterliegen Restriktionen. Das sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen, etwa zur Bildung der Mädchen. Aber nun dürfen sie sich zu dieser Frage nicht mehr äußern oder positionieren. Wenn sie in den Medien über diese Lage sprechen, bekommen sie Ärger. Also sind sie im Umgang mit den Medien sehr vorsichtig. Es wird wohl nicht leicht, die Taliban-Führer zu treffen. Doch ausgerechnet in einem sehr berüchtigten Ministerium dürfen wir filmen. Im Allerheiligsten des Fundamentalismus. Das Ministerium zur Verhinderung des Lasters und Förderung der Tugend. Es sorgt für die Umsetzung der Scharia, des islamischen Gesetzes in seiner radikalsten Form. Mohammed Hakif ist der PR-Beauftragte. Außerdem leitet er die Spezialabteilung für Beschwerdeaufnahmen. In Afghanistan darf jeder Mann und jede Frau dort vorsprechen und Hilfe im Streitfall mit den Behörden fordern. So will das Taliban-Regime den Eindruck von Integrität vermitteln. Vor einem Monat ging mein Vater zur Bank und verschwand dann. Zweimal ging ich ins Innenministerium und verlangte eine Erklärung. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, uns ihre Vorwürfe gegen das Emirat anzuhören. Mohammed Hakif empfängt uns gerne, denn er wolle das falsche Bild zurechtrücken, das der Westen von der Scharia habe. Die Medien betreiben Propaganda. Sie sprechen von Restriktionen für die Frauen. Dabei gibt es die gar nicht. Wir tun viel für die Frauenrechte. Die Scharia fordert das sogar zum Schutz der Frauen. Das sind keine Restriktionen. Der Ganzkörperschleier macht die Frau noch schöner. Und er schützt sie. Frauen sind nun mal anders als Männer. Wir können nicht zulassen, dass man ihnen Schlimmes antut. Die internationale Empörung über das Bildungsverbot für Mädchen hält er für vollkommen fehl am Platze. Ich kann Ihnen nur versichern, dass wir den Frauen die Bildung nicht verwehren. Die Unis bleiben nur bis auf eine neue Anordnung geschlossen. Was halten Sie persönlich davon? Zu dieser Sache darf ich mich nicht äußern. Die Kälte lähmt Afghanistan. Die Geschäfte sind leer. Arbeit und Geld sind knapp. Die Wirtschaft lahmt. Ein Mantel des Schweigens liegt über dem Land. Das Islamische Emirat verbietet vielen ausländischen Journalisten zu arbeiten. Die Taliban werfen ihnen vor, Lügen zu verbreiten und das Ansehen ihres Landes zu beschmutzen. Wir erringen ein Gespräch mit dem obersten Gerichtshof. Der bewaffnete Arm des obersten Taliban-Führers. Hier setzen sie die fundamentalistische Lehre um. Darüber wollen wir mehr erfahren. Doch leider ist das Interview in einem Souterrain-Studio eine komplette Farce.
Warten Sie auf grünes Licht von uns, bevor Sie filmen. Wir überprüfen das nachher. Setz dich hinter den Kameramann und schau, was er macht. Jemand muss darauf achten, was er aufnimmt. Seine Kamera läuft schon. An der Seite des Pressesprechers überwachen drei Taliban unser Interview. Die Fragen mussten wir vorab einreichen. Die Antworten liefert der Teleprompter. Das Mantra der Machthaber im getreuen Wortlaut: Gerechtigkeit und Anstand seien nun wiederhergestellt. Unter dem früheren Regime wurden die Armen, die weder gute Beziehungen hatten noch Geld zum Bestechen, für schuldig erklärt, selbst wenn sie nichts getan hatten. Aber in unserem jetzigen Rechtssystem hat dank der Scharia jeder Mensch gleichberechtigt Zugang zur Justiz. Nun beurteilt das Gericht alle Fälle auf der Grundlage der islamischen Gesetze. Das verhindert Mord, Krieg und andere Übel in der Bevölkerung. Doch über welche Verbrechen und Delikte das Islamische Emirat richtet und welche Strafen sie verhängen, das verrät er nicht. Und konkrete Zahlen schon gar nicht. Wir würden noch gerne einen Gerichtssaal filmen. Das sehen wir, wenn Sie mit dem Filmen fertig sind. Aber das war es schon. Schalten Sie bitte die Kamera aus. Wollen die Taliban mit dieser Art der Kommunikation ihre Uneinigkeit untereinander verschleiern? Das behauptet dieser Mann, der von sich sagt, seine Meinung frei zu äußern. Muhammad Akbar Akan geht nie ohne seine Leibwächter vor die Tür. Denn er ist der ehemalige Kabinettschef von Mullah Omar, dem Gründer der Taliban-Bewegung. Ich habe mit ihm telefoniert. Sie schicken dir den Wagen. Doch vor allem ist er aktuell eine graue Eminenz für die Taliban-Führer. Bei wichtigen Themen fragen sie ihn um Rat und kommen dafür sogar zu ihm nach Hause. Über sensible Themen wie die Bildung der Frauen sagt er furchtlos seine Meinung. Auch wenn sie abweicht von der des obersten Taliban-Führers. Wir haben nichts dagegen, dass die Mädchen in die Schule gehen. Aber unter Einhaltung der islamischen Regeln innerhalb der afghanischen Kultur, einer rein afghanischen Kultur. Als der Minister die Schließung der Universitäten für die Frauen verkündete, rief ich ihn an und sagte: Du begibst dich da in eine sehr heikle Lage. Das war ein Fehler. Aber der Minister hat sowieso keine Befugnis für Änderungen. Ich übersandte meine Einschätzung also dem obersten Anführer Hibatullah. Alle Minister gaben mir recht. Aber das Ganze dann auch umzusetzen, ist eine andere Sache. Kam eine Antwort vom Oberhaupt? Nein. Als wir mehr darüber wissen wollen, lacht er nur. Der Emir ist der oberste Anführer. Er lebt in Kandahar. Bevor die Taliban die Macht übernahmen, hieß die 500 Kilometer lange Strecke zwischen der Hauptstadt und dieser Großstadt im Süden wegen der vielen Anschläge die Straße des Todes. Kandahar ist die Heimat der Taliban und ihres Anführers Hibatullah Akhundzada. Irgendwo in dieser Provinz soll er sich aufhalten. Die Bürger haben den obersten Anführer noch nie real gesehen. Sie kennen ihn nur von diesem Foto ohne Datum, veröffentlicht von den Taliban. Im Oktober 2021 besuchte Hibatullah Akhundzada jedoch ausnahmsweise eine Koranschule, eine sogenannte Madrasa. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Madrasa Aikimiyya. Wer sich Allah hingibt und bestimmte Hürden nehmen muss, der wird zum Märtyrer. Solange es Gläubige gibt, wird es Prüfungen geben und damit auch Märtyrer. Ihr müsst diesen Anweisungen folgen. Wenn jemand etwas stiehlt, dann müsst ihr ihm eine Hand abhacken.
Diese Vorschriften müsst ihr für alle Zeiten umsetzen. ...3600 Schüler studieren in dieser Madrasa den Koran. Es ist die größte Schule im Südwesten Afghanistans. Al-Kimua ist eine Eliteschule für die Ausbildung künftiger Mudschahedin- und Taliban-Kämpfer. Nur diese Tonaufnahme beweist, dass der Emir hier war. Am Tag seines Besuchs durften keine Fotos gemacht werden. Der Leiter dieser Koranschule ist ein Vertrauter des obersten Anführers. Stolz erzählt er uns von seiner Madrasa. Seit 20 Jahren die Schmiede der Taliban-Elite, die das Land im August 2021 zurückeroberte. Berühmte Taliban waren Schüler in dieser Madrasa. Auch viele Taliban-Kämpfer und Mujahedin studierten hier. Mit erschütternden Argumenten rechtfertigt er das aktuelle Dekret des obersten Anführers, die Schließung der Universitäten für Frauen. Es ging lasterhaft zu in den Schulen und unsittlich an den Universitäten. Sogar in dem eigentlich ehrwürdigen Büro des Ex-Präsidenten Ashraf Ghani gab es unsittliche Vorfälle. Wenn so etwas im Präsidentenpalast passiert und sogar die Medien darüber berichten, was für Zustände herrschten dann wohl erst an den Universitäten? In unserer Religion akzeptiert niemand, dass jemandes Tochter in solche Vorfälle verwickelt ist. Die Leute beschwerten sich und baten das Emirat um eine Bildungsreform. Und wenn man etwas reformieren will, muss man es schließen. Das Oberhaupt des Emirats hat die Gesetze Allahs eingeführt und niemand zweifelt diese an. Leider dürfen wir die Schüler nicht befragen. Sie dürfen nicht reden. Zeit zu gehen. Während des Drehs muss ich im Auto bleiben. Mit verhülltem Gesicht. Zum Schutz vor den Blicken der anwesenden Männer. Verschwindet! Wir verlassen die Madrasa. Sie mögen uns hier nicht. Kandahar ist die Hochburg des extrem konservativen Islams. Hier tragen alle Frauen eine Burka. Die Provinz ist bekannt für ihre strenge Einhaltung der Scharia, der islamischen Gesetze, so wie die Taliban sie deuten und vorschreiben. Das erzkonservative Kandahar diktiert ganz Afghanistan, was man zu glauben hat. Ein weiterer Vertrauter des obersten Anführers empfängt uns. Er betont Kandahars politische Vormachtstellung, die niemand in Frage stelle. Kandahar genießt aktuell einen hohen Status, weil unser geschätzter Anführer Mullah Hibatullah hier lebt. Er ist unser hochverehrter Anführer, und wir mögen ihn sehr. Er ist unser Anführer und so mächtig wie ein König. Es ist also ganz normal, dass er Anweisungen und Ratschläge gibt. Er bestimmt über alle Ministerien. All seine Anweisungen und Dekrete gehen von Kandahar aus. All das gilt gleichermaßen für ganz Afghanistan. Und die Afghanen mögen und schätzen dieses Regierungssystem. Von Kandahar aus beschlossen sie auch die Wiedereinführung der öffentlichen Strafen. Am 17. Januar verwandelte sich dieses Fußballstadion in einen Gerichtshof. Die Taliban peitschten dort öffentlich 9 beschuldigte Kriminelle aus. Dieser Mann saß auf der Tribüne und steht noch immer unter Schock.
Wir haben gehört, dass dieses Stadion für Strafen genutzt wurde. Stimmt das? Wenn ich Ihnen die Wahrheit sage, passiert mir vielleicht etwas. Sie führten hier schon zweimal öffentliche Strafen durch. Die Zuschauer saßen auf den Tribünen. Die Opfer befanden sich hier. Sie schlugen sie mit einer Peitsche. So stehe es im Koran, sagten sie. Sie schlugen auf sie ein. Mitten auf dem Feld da? Ja, genau, mitten auf dem Feld. Wir finden das nicht gut. Die Beschuldigten erlitten 35 Peitschenhiebe. Auspeitschen, Abhacken von Händen und auch eine Hinrichtung sollen die Kriminellen abschrecken. Szenen wie in Kandahar spielen sich in mehreren Städten des Landes ab. Frauen und Männer werden so bestraft, unter freiem Himmel. Im Reich der Mullahs fordern Sicherheit und Ordnung schwere Opfer. Die Taliban rechtfertigen alles mit der strikten Einhaltung des Korans. Zurück in Kabul. Die Sicherheit spielt eine große Rolle für den Erfolg des Taliban-Regimes. Khalid Sadran ist der Polizeisprecher von Kabul. Ein einflussreicher und angesehener Mann aus einem bedeutenden Stamm. Er empfängt uns in seinem Gästehaus. Wegen massiver Stromausfälle in diesem Winter liegt es im Dunkeln. An diesem Abend dürfen wir ihn auf Streife begleiten. Er will uns zeigen, dass wieder Ruhe in die Hauptstadt eingekehrt ist. Los geht's. Kurz nachdem wir das Land zurückeroberten, wurden in Kabul jeden Tag 10 bis 15 Autos gestohlen. Woche um Woche sank diese Zahl dann auf fast null. Das alles verdanken wir der Hilfe der Bürger. Die Kriminalität ist gesunken in Kabul. Diesen Eindruck haben auch die Bürger. Heute Abend kümmern sie sich um Autodiebstähle. Sind Sie da? Hier. Assalamu alaikum. Hier, das sind die Straftäter. In dieser Zelle bietet sich eine absurde Szene. Unsere Regierung ist sehr gut zu uns. Wir sind zufrieden mit dem Emirat und stolz auf unsere Mujahideen. Ich danke dem Polizeichef. Hat dich keiner verletzt oder geschlagen? Nein. Sei ruhig ehrlich zu mir. Nein, keiner hat uns geschlagen. Keiner hat dich bestraft? Nein, nein. Es geht uns gut. Werdet nicht mehr kriminell. Lasst es sein. Manchmal macht der Mensch Fehler. Ich sehe es ein und mache das nie wieder. Diese Männer müssen bis zu 72 Stunden in Polizeigewahrsam bleiben, bis zur Übergabe an ein Gericht. Das Islamische Emirat verlangt die rückhaltlose Unterstützung von der Bevölkerung, um das Land sicherer zu machen, wie die Taliban es versprachen. Ah, die ist amerikanisch. Die gehörte früher ihnen. Daran kamen wir im Dschihad. Die kommt aus der Provinz Lugar, 5 Monate vor unserem Sieg. Doch als wir Khalid Sadran zu den letzten Anschlägen mitten in Kabul befragen, wiegelt er ab. Unser Land ist jetzt sicher. Doch einige Leute wollen Afghanistan vor der Welt in ein schlechtes Licht rücken. Aber es gibt keine ernsten Bedrohungen, weder für die Regierung noch für die Bevölkerung. Solche Explosionen passieren in der ganzen Welt, sogar in Ländern, die als sicher gelten, sogar in amerikanischen Tanzclubs. Wir haben das westliche System zerstört, das Afghanistan gegen seinen Willen regierte. Deshalb mögen uns einige Länder nicht. Aber wir genießen das Vertrauen unseres Volkes. Es steht an unserer Seite. Vor einigen Wochen erschütterten 2 tödliche Anschläge die Hauptstadt. Der erste war in einem Hotel für Geschäftsleute, der zweite vor dem Außenministerium. Zu beiden Anschlägen bekannte sich der Islamische Staat.
Haben Sie die Fahrzeugpapiere? Gut, fahren Sie weiter. Doch angeblich gibt es keinen neuen Terror. Vom Innen- bis zum Verteidigungsministerium werden alle das Gleiche sagen, wie sich noch zeigen wird. Wir warten lange vor den Toren des Verteidigungsministeriums, doch niemand lässt uns rein, weil Frauen dort keinen Zutritt haben. Wir wechseln den Ort. Er sagte mir, dass er nicht ins Bild will mit ihr. Das tut mir leid. Nach dieser Lektion empört sich der Sprecher des Ministers über die unangemessene Aufmerksamkeit für diese Anschläge. Für die Auslösung einer Explosion braucht es nur ein paar Leute. Das kann jeder. Wenn wir eins ihrer Verstecke aufspüren, haben sie keine Zeit mehr zu reagieren. Es kommt nur zu Vorfällen wie Explosionen, weil das frühere Regime die Terroristen freiließ. Diese Gelegenheit haben die Terrorgruppen natürlich genutzt. Aber wir haben sie so gut wie vernichtet. Die meisten hohen Taliban, die wir trafen, blieben eisern bei ihrer Sicht der Dinge und wehrten alle unsere Argumente und Fragen nach Fakten ab. Das sieht aus wie eine streng inszenierte Überspielung von Unsicherheit. Das bestätigt uns auch dieser renommierte Journalist. Salam, guten Tag, werte Kollegen. Hast du ihnen das Tagesthema genannt? Muhammad Momand ist der Nachrichtenchef von Shamshad TV. Wir dürfen bei der Redaktionssitzung dabei sein. Salam, woran arbeitest du heute? Morgen ist der Weltbildungstag. Die UNESCO hat diesen Tag den afghanischen Mädchen gewidmet. Shamshad sendet auf Paschto, eine der zwei Amtssprachen in Afghanistan und auch die Sprache der Taliban. Muhammad Momand moderiert die sehr beliebten Abendnachrichten. Guten Abend auf Shamshad TV. Sie sehen die 19 Uhr Nachrichten. Gleich erfahren Sie, was heute in der Welt passierte und das Neueste aus der Politik. Die meisten Taliban sind nicht einverstanden mit der Schulschließung für Mädchen. Egal, wo sie in der Hierarchie stehen. Man sieht, dass sie mit dieser Situation unzufrieden sind. Das ist eine Tatsache. Das ist Realität. Sie warten auf die Anordnungen vom obersten Anführer, Hibatullah Akhundzada. Und solange der sich nicht entschieden hat, tun sie lieber nichts. In den letzten Wochen kam nicht ein bedeutender Minister in das Studio des Senders Shamshad. Augenscheinlich ist das Thema Frauen und Bildung wirklich hoch umstritten unter Taliban-Führern. Ihre Uneinigkeit können sie kaum verbergen. Ihr wahres Gesicht verbergen die Taliban hinter einer radikalen Rhetorik. Sie ringen um die Macht. Wohin geht Afghanistan? Die Aussichten erscheinen trüber denn je.